Und damit willkommen zurück bei den Liquidatoren. Wir sollen irgendeine Filmrolle vernichten. Das ist irgendwo da hinten. Hoffen wir mal, das ist easy going. Und da wollten die Leute wohl flüchten. Haben das Auto zurückgelassen. Wie komme ich da hin, wo ich hin muss? Ach, da unten. Wenn man es so sieht, dann sieht eigentlich alles hier total friedlich aus, als wäre hier nichts Gefährliches passiert. Guten Tag. Oh, Serioja. Lucky break. Explain to this guy that I need to get into the archive. Why don't you want to let Doctor through? And in your opinion, is Doctor unauthorized? Yes, Sergeant. As per the order. All civilians, excluding top-level officials, fall into the category of unauthorized persons. Signs of unauthorized persons, you say. And who gave this order? Major Tupin, Sergeant. Nadia, come here for a sec. A tough nut to crack. I've already had the displeasure of meeting this Tupin. He's a hard-headed type from the KGB. I should see this coming. They do everything to nip the issue in the bud. I might have managed something with the military guys, but there is no dealing with the security service. I see, it's a pity, because the documents from the archive would really make our job easier. So what exactly do you need? Legasov is most interested in Stefan Muha's report of September 13, 1982. Let's see what can be done. No, Serioja, I don't want you to take unnecessary risk. I know what those KGB butchers are capable of. Take it easy. I got a comp through the building on this major's order anyway. Maybe along the way, I'll find what you need. Thank you, Serio. Just don't do anything stupid. Don't worry. Ich mach doch grad schon dumme Sachen. This damn security service. Good luck, Serio. Wenn sie die gelöschten Daten nicht jetzt jede Vernette von den... Nee, mach ich jetzt erstmal nicht. Soll ja, glaube ich, zwei Enden hier geben. So. Ja, nehme ich mit. Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Treppe? Irgendwo? Treppe. Sehr gut. Yay, da ist mal wieder alles verseucht hier. Reinige wieder. Nochmal. Aber wenigstens ist das dort. Das geht gefühlt irgendwie schneller. Gut. Was haben wir denn hier? Hey Kumpel, die Schlüssel sind im Hausmeisterraum. Okay. Der natürlich unten ist. Okay. Hier drin? Ein Meter. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod selbst. Ich weiß noch nicht, wie ich sterben werde. Als meine Freundin sterben lag, was schwoll er an? Wie ein Fass. Und der Nachbar, der Kranfall war auch da. Er wurde schwarz wie Kohle und schrumpfte auf die Größe eines Kindes. Ich weiß nicht, wie ich sterben werde. Wenn ich um den Tod bitten könnte, würde ich um einen normalen Tod bitten, nicht den Tod in Tschernobyl. Eines ist sicher, mit meiner Diagnose werde ich nicht mehr lange leben. Hätte ich in diesem Moment kommen sehen, hätte ich mir in den Kopf geschossen. Ich war in Afghanistan. Dort ist es einfacher, sich erschießen zu lassen. Bisschen Dieb. Da ist ein Schlüssel. Okay, ich habe ihn, glaube ich. Hauptbüro ist oben. Ja, passt. Okay, Aktenzeichen, irgendwas. Die Dokumente für Igor Kutschewo Institut für Atomenergie erstellt, um die Notwendigkeit der Entwicklung von Verfahren für den Fall eines nuklearen Zwischenfalls zu unterstreichen.
Im Jahr 1957 ereignete sich in Komplexkombinat 817 Bezirk Tschech irgendwas ein nuklearer Zwischenfall von noch nie dagewesenem Ausmaß. 23.000 Quadratkilometer Land wurden mit dem radioaktiven Isotop Cesium-137 verseucht. Eine Filmrolle mit einer Aufzeichnung der Folgen dieses Vorfalls ist in Akten beigefügt. Im folgenden Abschnitt dieses Dokuments sind Kommentare und Empfehlungen für die Entwicklung von Sicherheitsverfahren für das Kernkraftwerk Tschernobyl, ein Schlüsselprojekt im nuklearen Entwicklungsplan der UdSSR, enthalten. Die beigefügten Rollen wurden im Archiv abgelegt. Klingt nämlich nach nichts so Schlimmen. Ach, das ist jetzt schon wieder. Okay. Ja, machen wir das mal. Zieh da da. Okay. Wo haben wir Data? Data, 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 Data. Ach da. Und einmal dir, wenn es geht. Ach da. Vertrauliche Akten, die im Archiv des Radars unterlegt sind. Hochvoltreaktor Nummer 1. Okay. Sollen wir das löschen? Gefundene Ordner, die Boba. Probier das mit die nochmal. So, die Boba. Haben wir das irgendwo hier? Nee. Boba. Wobei er sagt ja nur, montierte Scheiben ist nur C. Das geht nicht. Das war's. Wir tun mal C löschen. So. C. Da, 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 da. Und dann einmal Dell. Kann nicht gelöscht werden, Data. Okay, dann halt nicht. Da. Noch eins nach oben. Höher. Okay. Okay. Am 9. September 1982 während des Testanlaufs des Reaktors der ersten Kraftwerksblock nach einer geplanten Generalüberholung im Kernkraftwerk Tschernobyl, als die Leistung auf 20% des Nennwerts anstieg, ließ einer der 1640 technischen Kanäle auf. Infolgedessen brach die Aufhängung, die mit zwei Brennelementen verbunden war. Der Brennstoff Urandioxid, das extrahiert werden muss, trat aufgrund eines entstandenen Risses aus. Die Situation führte nicht zu einer hohen radioaktiven Verseuchung der Technikräume. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall werden etwa 10 Tage dauern. Der KGB begann mit der Inspektion und untersuchte die Betriebssituation des Kernkraftwerks gründlich, um die Ursachen des Unfalls zu ermitteln, die Verursacher zu identifizieren und mögliche feindliche Absichten ihrerseits zu erkennen. Die vom KGB der ukrainischen SSR geführten Operationen sind unter Kontrolle der KGB der UdSSR und das Regionalkomitee der Kommunistischen Partei der Ukraine sind informiert worden. Der Vorsitzende des KGB des USRR, Stefan Nestorowitz. Comrade Major, Sergeant Buryatov is asking to talk to you. What do you want? Was? I found a report in the archives that could be misused if it falls into the wrong hands. Be more precise, Buryatov. We are on an encrypted channel. I've got Comrade Stefan Mucha's report of September 13, 1982. It's about some incident at power unit number one. Destroy it immediately and forget you ever saw something like this. Got it? That's right, Comrade Major. And try not to rummage around in the stat archives without an order anymore, Buryatov. Over and out. Ich nehme mal mit. So, wo ist jetzt die eigentliche Filmrolle? Ach, die wäre da hinten in dem Raum gewesen. Ja. Yeah. Sergeant Buryatov hier. Report in. I found that film reel you were talking about, Comrade Major. Destroy it. That's it? It's
think I made myself clear? Yes, Comrade Major. You are free. You can get back to your own tasks. Over and out. Ach komm. Wird vermutlich nicht gut enden für unsere Familie. Oh, dann ist wenigstens das Richtige. Okay. Einmal runter, bitte. Noch eins runter? Wo ist sie denn? Also auf der 4 habe ich das. Sergeant Buryatov to Lieutenant Boyko. Are you there? Lieutenant Boyko, what's the situation? The task for Major Tupin completed. Awaiting orders. Very well. Most of the work around the yard is already done. They're still doing decontamination in the Prometheus cinema. Tasks? I'll scan the main hall with a dosimeter. Copy. Once you're done, you're free, comrade. See you in the evening after duty. Sure thing. Until then, see you. Over and out. Okay, endlich mal was Neues. Radioaktivität messen. Ist auf der 3. Also hier scheint's. Was ist das? Das ist ein Getränkeautomat? Oh, Wodka. Okay. Schalte den Projektor aus. Okay. Gehen wir da. Hier? Nö. Das mit dem grünen Licht ist mega komisch. Wie komme ich da hin? Ja, toll. Der Move gerade. Oh, was haben wir da? Da haben wir nichts. Wie komme ich da hoch? Ah. Oh. Schon irgendwie geil aus. Streifen ändern. Oh, ich könnte den anderen Film reinmachen. Das waren wir nicht. Tschüss. Ach was. Können wir das jetzt echt angucken? Ich erkenne nichts. Das ist viel zu hell. Schade. Hätte gerne das angesehen. Serioja. Hey there, Nadia. You found me somehow. Your buddy, that lieutenant, said I find you here. So you've already met Oleg, huh? Did you know he also studied chemistry in Lviv? Yeah, we managed to chat a little. And what about you? Did you get through somehow? As you see, but it wasn't easy. Oleg got me in trouble with that KGB. I know that pain. There is always some KGB fucker roaming in our institute. What's this report all about, anyway? It's on a breakdown from 2 years ago. There's been a fuel leak in the reactor of the first power unit. Oh, so it was true. Rumors had been circulating for a while. Everyone clammed up. The incident was serious, but the KGB managed to cover it all up.
If they had taken the matter seriously back then, maybe all this wouldn't have happened. Unfortunately, Moscow just can't seem to learn its lesson. There were more contamination incidents. Like the Kyshtym disaster? How do you know about this? It's top secret. While doing a job for this Tupin, I stumbled upon some files. I guess there were some instructions about improving safety or something like that. I know these documents. Indeed, it did refer to the Kyshtym disaster. Yeah. You swipe that reel? Have you lost your mind? If the KGB finds out, you end up at the bottom of the Pripyat. Take it easy. This major is convinced he's got me in his pocket. He wouldn't have thought in his wildest dreams that I could take it. I hope you're not mistaken. I'm begging you, don't take such risks anymore. You're really helping us out, but I'd never forgive myself if something happened to you because of me. Enough about that. For today, I'm fed up with the KGB and all this radiation. Better let's go somewhere and chat about the thought times. In the White House, we have a provisional lodging and a big samovar. Say no more. You've convinced me. I'd gladly think about it. Also, die Stimme könnte man ein bisschen lauter machen. Aber okay, gut. Ist erledigt. Jetzt? Spiel, was willst du jetzt? Verlasse das Gebäude und schließe dich den Genossen an. Achso. Ich hätte noch ein bisschen weitergehen müssen. Alles klar. Ah. Okay. Mitten in der Pampa mit dir? Funkgerät, um das Funkgerät zu benutzen, musst du. Okay. You look like shit. And that's how I feel. Rough day, huh? Give me a break. We've received reports on the decontamination of the port. Let me guess. Are we going to clean it for the third time? After double cleaning, the radiation near the surface is higher than it was. With this level of contamination, our work doesn't make sense. And the big wigs seem to think that everything may be swept under the rug. By the way, as there wasn't even time to talk, I hope you don't mind this KGB officer. Ah, come on. He wanted someone from our unit. He was asking about you and Yevgeny from the third team. I worked with Yevgeny at the power plant. Probably that's why. I offered him you. Because, you know, Yevgeny is a terrible juicer. He'd get wasted and screw up everything. I know. Often during his shift, he stank like a distillery. I'm telling you, Oleg, forget it. It's all right. Thanks, Seryozha. What did Tupin want at all? Sweep things under the rug. He told me to destroy some documents, and he wanted to find something on Bruchanov. What a pig. All right, enough about this rag. Better tell me how your friend from college is doing. Nadia? We chatted over coffee. It was nice to meet after all these years. And that's it? Why? Are you writing a book? Pah! Now that's what I call good news. So, shall we celebrate this somehow? I have two cans of Tushonka and the leftover brandy from the restaurant. Sure. Let me just handle a few things first. Sure. Yeah. Okay. Also, was kann ich denn jetzt hier? Hallo Papa, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut, denn Oma und ich haben einen Riesenspaß. Oma hat dein altes Zimmer für mich hergerichtet. Jetzt schlafe ich dort, wo du geschlafen hast, als du noch klein warst. Opa hat mir geholfen, deine alten Flugzeugmodelle ins Zimmer aufzuhängen. Mein neues Schlafzimmer sieht jetzt so cool aus. Und es ist auch ziemlich nah an einem Spielplatz. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Antwort schreiben. Mir geht es blendend. Ich bin froh, dass es dir auch so geht. Ich habe den letzten Tag damit verbracht, Pripyat zu dekontaminieren. Wir machen das Haus für Haus. Sehr gründlich. Damit die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Ich kann es kaum erwarten, mich dir auf unser altes Sofa zu setzen und gemeinsam die nächste Folge von 17 Augenblicke
des Frühlings zu sehen. Aber das wird eine Weile dauern. Du musst geduldig sein. Kümmere dich um Oma und pass auf Opa auf. Papa. Okay. Okay. Keine Ahnung. Komme ich da wieder weg? Ist das jetzt sowas wie die Basis hier? So, in den Läden des Ostblocks gibt es einen... Wir haben schon wieder keine Musik. Die Wobblers tägliche Befehl Nummer irgendwas aufgrund der Entdeckung ausgehender Strahlungsfelder während der Evakuierung des Dorfes. Zum Beispiel wird Feldwebel Sergej Burjatschow aufgefordert, sich unverzüglich im Feldhauptquartier des Zuges zu melden. Sergej Burjatschow wird als Dosimetrist Messungen der festgestellten Strahlungszone in der oben genannten Stadt durchführen. Die Ausrüstung und die notwendigen Details werden vom Zugführer vor Ort zur Verfügung gestellt. Okay. Schön. Dann machen wir gerade mal ein Foto. Moin! Sergeant! Back to the port. According to the orders, you are to show up at the headquarters immediately. Where is it? In the yard in front of the school, Sergeant. Lieutenant Boyko is already waiting. Thanks, Private. At ease. Okay. Ja, dann. Oh, ich sehe da schon wieder Wolken. Kann ich da reinlaufen? Ah ja. Moin. Sergeant Sergei Alexandrovich Burjatov, reporting for duty. At ease, Seryozha. We don't have to do the drill here. Great. What's the situation? Crappy. What else could it be? The residents are causing trouble. They don't want to evacuate. Surprised, huh? The army arrives, orders to drop everything and leave. If I were in their shoes, I'd be causing trouble too. I get it, Seryozha. But I've got my orders too. Should I tell the boys to use force? Lead them held at gunpoint? Oh, I'll chat with the locals. Maybe I can convince them. They don't listen to us. Do you think they'll listen to you? What are you, Kasparovsky? Oleg, you're a stranger to me, and I'm local. I also had to leave my flat in Belgrade. Had to send my son to Kiev. Yeah, if you say so. But you have time until... Safe. And then what? I don't know. We'll drive them into trucks with gun stocks. You don't believe it yourself. Obvious, isn't it? But something's got to be done. I'll report to the political officers. Let them worry about it. You'll have to deal with two people then. Smolov's crew up fucker from the security service. Listen, I'm just a regular teacher. And here... They're making me to kick people out of their homes, threaten them with guns. I'm not sure bringing the KGB into this will make things better. At least they will be responsible for the decision, not me. I've got a family in Lviv. My kiddos want to go to college. I get it, but these people have their own lives too. My wife and kids are all that matters to me. Fuck everything else. Besides, you're no saint either. You're the only one with enough sense to freak out and crap your pants when talking to the security service. I thought you understood that. I did, but... Damn, Oleg. What are they doing to us? We're starting to jump into our own throats. That's always been their way. Make people fight with each other. So that everyone was afraid of everyone. They're doing great. Because the odds are in their favor. Ever since they brought us here, everyone's been on edge. It's a matter of time when someone lost their cool. Okay. How can I help? You have to mark the radiation zones. We don't need anyone to barge into a contaminated area. Where can I get the gear? We've got a temporary storage in the school. You'll find flags and a dosimeter there. Do you also want me to chat with the locals? Give it a shot. Houses number 3, 5, 6, and 7.
anything else? If you want, reach out to the village head. He knows the locals, so he might give you some tips on how to talk to them. His name is Anatoly Vladimirovich Pankov. See you later, then. Yep, bye. Okay, also Dialogabmischung ist echt schlecht. Ich schau mal, ob ich da irgendwas einstellen kann. Ton. Die Log ist auf, ich kann die Musik ein bisschen runterdrehen. 0,6, vielleicht ist dann ein bisschen besser. Okay, nehmen Sie das, die Fahne und das Dosimeter. Okay, einmal alles mitnehmen hier. I guess that's it. Sprich mit... ja damit. Ich bin im Dorfvorsteher. Ja, doch. Also die Landschaft ist schön. Moin. Hello there, Anatoly Vladimirovich. I've got a business to discuss with you. If you didn't have any business, you probably wouldn't have come, officer. True. But I'm not an officer, just a sergeant. So tell me, sergeant, what do you need from me? I heard that people don't want to evacuate from the village. And you're surprised by this? From one day to the next, they have to abandon all their belongings and leave. Erwähne sie, dass sie aus Pripyat stammen und auch ihre Wohnung verlassen mussten, ja. So you're from here? I mean, you're a local. Before they called me back to duty, I was working as an engineer at the power plant. So you might know Yevgeny. He also worked at the power plant. Now he guards his house against looters. Where can I find him? On the hill, east from here. His house is number 3. Thank you, Anatoly Vladimirovich. No biggie. When you get there, make sure to have a chat with Olena too. She lives right next door, under number 5. She doesn't feel like evacuating either? She'd probably evacuate, but something keeps her here. Personal matter, supposedly. I understand. Who lives under number 6 and 7? The Kovalchuks live under number 6. They've sent the kids away, but they don't want to leave. Number 7 is Tokarchuk's house. She's already too old for evacuations. All right. I'll have a word with them too. Good luck, Sergeant. I'm Seryozha. And I am Anatoly. But you already know that. See you. God bless you. Ja, ich vermute mal, wir müssen dafür jeden irgendwelche Subtasks machen, damit die da mitkommen. Muss der Marker da hinten. Haus Nummer 3. Macht eigentlich die Strahlung? Habe ich es ausgerüstet? Nein, habe ich nicht. Ich mache das mal so. 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 So, schmeiß mal an. Gar nichts? Okay. Da hinten ist wieder so eine tolle Wolke. Ja, guten Tag. Ich gehe einfach mal ins Haus rein, ohne zu klopfen. Ich nehme das einfach mal mit, ne? Oh Mann. Hello, Sergeant. What brings you to me? Let's not act like kids. You know darn well why I'm here. Let's say I know. So what? Verstehen Sie natürlich, dass Sie in Chernobyl arbeiten. So what does that change? Turns out I am too. I'm engineer Sergei Buryatov, a senior turbine operator in power unit number 2. No way! You must know Semyonov. Yegor. Sure, I know him. We met during lunch breaks. Ha! What a small world. I'll play cards with Yegor every Friday. I'm Yevgeny. Seryozha. What the heck are you doing here with the army? Wearing the uniform? After the breakdown, they brought me back into service. Motherfuckers. They're probably gonna call me soon. I don't think so. They're mainly recruiting from the Baltic republics. They took me because I was a dosimetrist in the army. I understand. So what's the situation anyway? Nobody wants to tell us anything. Just announcements that the contamination level is low, that there is no cause for concern. So why do they want to evacuate us? To be honest, the situation is pretty dire.
In some places, the gamma radiation maxes out even on military dosimeters. Oh, fuck. Is it really that bad? Yes. That's why you need to get out of here. I promised my folks that I'd keep an eye on their stuff. Is life really worth risking like this? Inheritance, you know. But I'm not planning to die for this. Oh, no. I'm packing up right now. Thanks, Evgeny. Go to the yard in front of the school. From there, they'll take you out of the zone in trucks. And say hi to Semyonov when you meet him. I will. Okay, also keine Subtasks. Zumindest fürs Erste nicht. Eingang? Eingang. Ich mache da einfach ohne Klopfen hier rein. Ja, also, so viel zur Spieltiefe. Moin. Aren't you bored? I don't care. Bisschen. Coming to me. Two guys have already been hitting on me today. With little effect, as I see. Surprised soldier? One guy comes, another one comes. They blubbering, but not listening. I told them I'd leave the house, but only after I sort things out. So what kind of business do you have to sort out? I gotta go to the cemetery, to mother's grave. I want to say goodbye and take a handful of soil. Hell knows if I ever come back here. Yeah. High or not? You're going all over that place and somehow you are fine. How am I supposed to know if this radiation thing is true? So why the heck are we evacuating you from here? Do I look like I know? Maybe want to set up some secret base here or make a reservoir on the Pripyat? People were being displaced from here more than once. How about the protective suits? Dosimeters? All this gear? Come on. No one would make such a fuss just to evacuate a few villages. Soviet science already knows such cases. Batyushkas from the Kremlin come up with every nonsense just to have their way. So they blow up the power plant themselves? Come on. They'd be able to blame the Americans for everything and even kick off the third war. I'm done here. Hopeless case. Yes, yes. Kick off the third war. Ich weiß, ich hätte sagen können, ich helfe ihr. Ich nehme erstmal die ganzen Flaschen hier mit. Okay. Einmal nach draußen. Wir müssen nach da hinten. Hi, Wolke. Moin. What again? We've sent the kids off to Kiev and you've already made sure that the livestock was slaughtered. Take it easy. I'm here to talk to you. Talk? You can't talk. You only know how to kill. All the chickens, pigs. You kill the dog and the cat run away. The kids' hearts will break from despair. I just want to help. Help? And how exactly can you help us? Yeah, good. Have you heard it? He's going to look for our cat. If you agree to leave, I'll let you take this cat with you. Oh, the kids would be thrilled. And why should I believe you? You'll wrap the cat in some swaddle, and I'll try to make sure that they don't check you too much at the station. Deal? Once you find the cat, we can talk about it. Run away into the forest behind the shack. Hang on, I'll be back soon. Okay. Katze finden. Wie schwer wird das? Ist der Marker direkt bei der Katze? Warum soll ich jetzt wieder zurückgehen? Das Spiel ist nicht logisch teilweise. You didn't find the cat, did you? Actually, I did.
He's perched on the branch of a tall pine tree, not far from the bluff to the northwest. Warum ist das auch immer so laut? So why on earth didn't you bring it, man? He was freaked out. I was scared he would run away. Hush, hun. He did well. I'm going to take him down. So? Will you leave the village? He will. There's no reason to stick around here anyway. Grab your most needed stuff and go to the yard in front of the school. We'll be there in half an hour. Der Ton ist total verbuggt. Jetzt ist die... Naja. Okay. Und Haus Nummer 7. Ich glaube, das waren dann die letzten. Moin, ich gehe einfach mal so ins Haus rein. Oh, das ist die Oma. Hello there, Babushka. Well, hello there, young man. You must want to talk me into this whole evaluation thing, huh? Evacuation. What was that? Evacuation. No evaluation. You have to speak louder. My hearing's not what it used to be. Yes. We have to evacuate you from here. Oh, yeah, yeah. But I'm too old for this. Bestehen natürlich auf dem erwähnt, dass sie... Naja, komm. So, you are saying you are an engineer? My Misha is also an engineer. Your son? Yes. And where is he now? In Norilsk. He works as an engineer in the steelworks. Wouldn't you like to see him one more time before you go to the other world? Oh, sure. I'd love to. Let's do it this way. First, we'll whisk you away from here and put you in a safe spot. Then, I'll try to get in touch with your son. Agreed? All right. I'm about to send some folks over to help you pack up. Okay, das war ja einfach Radio. Was ist los? Lieutenant Boyko, this is Sergeant Buryatov. Report, please. Report, Sergeant Buryatov. I need two officers to come over to house number 7 to evacuate an elderly lady. Understood. I'm on it. Over and out. Und jetzt machen wir das mit den Flaggen. Okay. Okay. Ich würde sagen, wenn das ein bisschen spannender ist. So, da hinten. Um die Flaggen zu benutzen, rüstet sie mit dem Soundfeld 1 bis 9 aus und benutzt sie zugehörige Taste, interagiert dann mit E. Okay. Aha. Nee, ich will jetzt eigentlich wissen, wie es mit der Strahlung ist. Okay, dann machen wir hier mal das erste. Ne? Ja, und jetzt? Okay. Was ist? Macht's da noch mehr? Was bist du jetzt da von mir? Anlage 1 bis 3 Flacken. Oh, da geht's noch weiter. Okay, machen wir hier das nächste. Ja. Einmal da rein. Hat es jetzt auch gewertet mit 2? Ja. Machen wir hier die nächste Flagge. Wir brauchen viel mehr Flaggen für das Ganze. Nee, nimm das andere bitte.
Ja, komm, rein damit. Okay, also wir müssen einfach nur dreimal so eine Flagge hier reinzimmern. Wo ist der Marker? Ach, da unten irgendwo. Marker? Da hinten. Dann muss ich die Übung mit Dosimeter überhaupt machen oder ich gehe einfach nur so hin und... Ja. Wie kann man das mit dem Dosimeter eigentlich sparen? Okay. Da haben wir das hier. Ja. Die nächste Flagge. Passt. Und einmal hier ran. Gut, das wäre dann so ein bisschen markiert. 100 Meter da hinten. Hier sah überall diese radioaktiven Spuren. Ist auch die Gesundheit. Ziemlich gut. Okay, gleiche Übung. Irgendwie nicht so super realistisch, dass ich das ohne Dosimeter machen kann. Aber gut. Oh, ich bin da schon reingelaufen. Ups. Okay. Hier vielleicht noch ran. Hier scheinen sie irgendwie doof zu sein. Ah, hier. Sehr gut. Ups. Und da hinten auch nochmal. Ja, okay. Ich sehe das mit der Kritik, dass sich hier die Sachen wiederholen und jetzt nicht so viel Tiefe haben. Ja, ich guess, ich laufe da mal nicht so rein. Oder anscheinend schon. Rein mit der Vlogge. Okay. Perfekt. Eine noch. Alles verseucht. Ups. Okay, Kommandante. Ach, da bist du. Alles ready? And what? How's the work going? Done. Zones marked. Great. Did you talk to the locals? I did. Most will leave their homes. Okay, now we're talking. As for the rest, I'll manage somehow. Thanks, Seryozha. Ah, I almost forgot. This major from the political bureau was asking about you. Tupin. I hoped I got him over and done with. It's not so easy to break free from them. He still bust my balls as well. Did he say what he wants? No. Better go and talk to him. He's at the Chernobyl Committee headquarters. I don't even know if I want to talk to him at all. Okay.
Okay, wenn die Nacht. Was ist mit dir jetzt los? Hallo? As I live and breathe, I'm about to spit out my lungs. It's bad. Old Stiopa, he... Well, he must have walked into all that radiation. What do you mean he walked into the radiation? This isn't a piece of shit. Where did this idea even come from? It's bad with him. His skin is peeling off in chunks. His hair is falling out. And to add to that, he began spitting out his teeth in the morning. How long has it been? When did this all start? I don't know. I reckon it's been about 3 days since he started feeling worse. No need, officer. We've already phoned them. A scientist lady has just arrived. No, lass mich raten, wer das ist. Because you didn't ask. Chill out, Oleg. That lady you were talking about, she's slim and has shoulder-length blonde hair, right? Yes. How did you know? Because she's the only radiobiologist around here. I'll go over there, have a chat with Nadia, and let you know what I've sorted out. Okay, ich würde sagen, bevor wir aber mit ihr quatschen, werden wir an der Stelle die Episode erstmal beenden. Immerhin haben wir jetzt wieder schrubben müssen, aber es ist ja gerade ein bisschen seicht von der Handlung her. Ich hoffe noch, dass das hier ein bisschen besser wird. Gerne eure Meinung in den Kommentaren. Bis dahin, bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.